Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur YouTube Farm und mit dabei diesmal wieder eine andere kleine, oder beziehungsweise Truppe wie in der letzten Folge, Markus. Hallo. Guten. Hallo. Ja, und unser kleiner Pilot hier, der Lion Gamer 1. Hi Leute. Und ja, wir sind hier immer noch auf Feld 16 zugange, jetzt hier mit vier Leuten, ne? Genau, die anderen zwei Felder sind ja auch noch leer, ne? Ja, genau, da ist jetzt, auch noch bestellen. Jetzt erstmal nur untergemacht, das Land. Und der Guten überholt mich schon langsam. Ja. Was muss er gerade auf dem Feld 16 jetzt gerade? Musst du den Kuden fragen, der ist dabei. Gerste, okay. Hier war aber gerade erst Gerste drauf, das war nicht gut für den Boden. Ja, es war angefangen, die ersten drei Bahnen, deshalb habe ich einfach... Das müssen wir noch sagen, dass wir, keine Ahnung, irgendwie eine Fruchtfolge reinhalten oder sowas. Ja, einfach wie im genau, einfach die Reihenfolge, sagen, einfach von oben nach unten durch. Ja, das haben wir einfach. Sehen wir wirklich nur immer dasselbe an und das finde ich dann auch ein bisschen scheiße. Ja, ich schätze mal, da hat sich mal gedacht, sparen wir mal für eine große Nachfrage. Ja. Leon, wie macht ihr das bei eurem Spiel sonst? Bei deinem normalen Together? Habt ihr da auch irgendwie Fruchtreihenfolge oder seht ihr gerade, was ihr gerade Lust habt, oder? Ja, wir haben jetzt als erstes mal Raps angesät, aber das machen wir eigentlich so auch, dass wir es auf allen Feldern, die wir haben, das gleiche erstmal ansehen, dass wir halt dann erstmal das gleiche haben und dann, ja, weiß ich noch gar nicht genau, wie wir es machen. Okay. Gerste ist das mit... Mit Haaren. Mit den langen Haaren. Okay. Ohne Haaren ist Weizen. Genau, das... Okay. Mhm. Und die Blumen ist der Raps. Genau. Was das Blödeste jetzt worden ist, keine Ahnung, wieso sie da Blumen genommen haben. Ja, weil der so schön gelb blüht. Ich dachte, das wäre Gras, die Blumen, aber... Dachte ich im ersten Moment auch, weil die ja hier auch doch relativ blumenhaltig sind. Drei Halme sind das Gras. Das sind drei Halme, ne? Ja, aber in echt hast du ja keinen... Der Raps blüht ja nicht in Blumen. Ja, aber der blüht halt. Und mit Raps verbindet man doch eigentlich eher gelbe Blüten, also gelbe Flächen, als jetzt irgendwelche vertrockneten, wie bei der Ernte, oder nicht vertrocknet, sondern halt wirklich diesen Reifen. Ja, schon, aber keine blühenden Blumen. Ja, und? Oder? Aber das sagt man den Leuten von Giants. Achso, ja. Naja, die sind Schweizer. Trotzdem ist jetzt der Jung und die Meerkat nicht dabei, weil sie sich auch noch aufregen. Nein, ich habe gegen Schweizer natürlich überhaupt nichts. Na, die drücken das Gaspedal halt nur halb durch, ne? Was? Die drücken das Gaspedal halt immer nur halb durch. Ne? Ja, bei denen ist es auch teuer. Ja, und bei euch in Deutschland einfach wurscht ist. Ja, da habe ich heute noch so ein schönes Bild gesehen. Arctic, das hat dir Leber, glaube ich, auch geschickt, oder? Welches? Das mit dem A7 auf der Autobahn. Höchstens das mit Lichtdupe bei 250. Ja, genau. Ja. Just German things, ne? Leon, wie geht's mit dem kleinen Traktor jetzt? Ja, fährt eigentlich gerade noch relativ gerade. Nur eben okay. Ist er mal kurz, bisschen quer gegangen, aber geht eigentlich. Aber nett, ich... Bin mal gespannt, ob ich demnächst noch Post bekomme oder ob jetzt diesmal keine Post kommt. Ja, du Raser, du. Von den Ingolstädtern, oder was meinst du? Von den netten Männern in Blau-Weiß. Also nicht von den Männern in Blau-Weiß, sondern. Ne? Okay. Von den Grünen halt. Ja, von den früher Grünen. Waren. Bei euch. Bei uns sind sie ja grau gewesen und jetzt sind sie blau. Ach, meinst du, da hast du noch was zu erwarten? Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, jetzt bin ich ja auf den netten Mann im Kamerawagen zugefahren. Aber, mal gucken. Ich bin halt gespannt, wie das Foto aussehen würde, weil ich kam halt gerade aus dem Wheelie runter, deswegen. Also wenn sie dir schreiben, hier 2 km/h zu schnell, dann schickst du einen Brief und ich möchte gerne das Foto. Ich hätte gerne Namen so. Gibt's in Deutschland auf den Motorrädern auch vorne die Kennzeichen, oder? Nein, vorne, ne? Nur hinten. Nur hinten, okay. Wie ist es dann überhaupt, wie kannst du überhaupt geblitzt werden in Deutschland mit einem Motorrad? Also entweder halt bei Blitzern, die von vorne und hinten blitzen, oder was bei mir halt war, ich wurde schon mal bei mir geblitzt. Also man muss sich vorstellen, ich wohne halt in einer Einbahnstraße, ich wohne in einer Sackgasse. Und da kommst du halt raus auf quasi die, ist halt auch in der 30er-Zone, aber ist halt so schon die Durchgangsstraße, wenn man so will, ne? Und das ist dann halt so gewesen, dass ich dann halt an dem Blitzerwagen vorbei bin und also halt mobiler Blitzer und der hat mich halt hinten rausgeblitzt und der Polizist saß vorne drin.
Okay. Oder hat sich ja mein Nummernschild beim ersten Mal aufgeschrieben. Ich habe aber auch schon mal einen 10-Euro Strafzettel bekommen, weil ich beim Motorrad ohne Parkscheibe geparkt habe. Ja, ey. Das ist direkt. Guten Fall in der Mitte hoch am besten, wo ich vorher zwei oder drei Sprungen gemacht habe. Weil sonst ist es gerade so blöd, sonst gruppe ich immer so viel weg wieder. Ich habe noch eine andere Idee, aber warte mal. Aber ich meine, man muss ja auch offiziell auf dem Motorrad einen Parkschein mit Klebeband festkleben. Ach so. Und ja. Ihr braucht Parkscheine für Motorrad? Ja, Parkscheine und Parkscheiben. Ja, Scheiben ist klar bei uns. Das gibt es bei uns auch, dass du die Uhr einstellen musst. Offiziell. Aber. Ja, nur ist der Platz, wo man eine Parkscheibe am Motorrad hinstecken kann, relativ begrenzt. Ja, ich weiß es. Da gibt es aber solche für die Windschutzscheibe zum Reinpicken, die nachher nur so ein kleines zum Einstellen haben. Die sind, weiß nicht, 5x5 cm oder sowas. Ja, nee, das ist ganz praktisch. In Deutschland müssen die ja ein offizielles Maß haben und blau sein. Aha, okay. Bedeutet, ich darf nicht mit dem Auto nach Deutschland fahren. Na, muss ich dir erst eine Parkscheibe organisieren? Ja, ne, sonst kann ich in Köln ja nirgends stehen bleiben nächstes Jahr. Naja, da ist, glaube ich, eh größtenteils mit Ticket ziehen. Ja. Ich meine, was schön ist, in den Motorrad-Tourismusgebieten, da hast du meistens noch Motorradparkplätze. Da ist man dann von sowas freigestellt. Aber das ist hier bei mir leider nicht der Fall, an der holländischen Grenze. Ja, die Schmuggler da immer. Die Schmuggler? Die Schmuggler. Ist das nicht eher die polnische Grenze? Nein, die Drogenschmuggler. Da kauft man sich immer gleich zwei Autos, oder wie? Da drüben ist das gerade ein bisschen günstiger als in Deutschland. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was in Holland wahrscheinlich kostet. Kriegst du da auch größere Mengen. Ach gut, tut schon wieder nur Blödsinn da. Ach, das Ding fährt sich so geil. Außerdem arbeitest du ja viel zu langsam. Du kannst aber den Dünger steuern, der steht eh schon bereit. Genau, das muss auch noch gemacht werden. Ja. Noch aber so viele Sachen gemacht werden. Schön. Und zwei andere Fehler sind auch noch zum Nachbestellen. Ja. Ach so, mir ist es gerade erst aufgefallen, dass er da hinten mit seinem Pickup am Randale machen ist. Ja. Nein, eigentlich ist das meiner, aber das ist der Schwarze. Ach, das ja, ist stimmt. Deiner. Bingo hat dann der Rote. Dann ist der Rote ja eigentlich meiner. Keine Ahnung. Na, ich würde sagen, einfach alle gehören mir. Achso, so sehen wir das, okay. Willst du auch einen haben, Leon? Ja, wieso nicht, ne? Na, Leon hat eh Freischein bei mir. Der darf, wenn ich den Schwarzen fahre, darf der den Roten nehmen. Und wenn ich keinen Roten nehme, den Schwarzen. Dann nehme ich den Schwarzen, genau. Okay. Ich wollte zuerst so eine Art, wir fahren mit 12 Autos hin, aber die hätten wir noch verkaufen müssen und dann hätten wir wieder so viel Geld gehabt. Das wäre am Anfang auch geplant gewesen irgendwie. Oder für jeden ein Auto, dass er einfach zum Feld hinfahren kann zu seinen Traktoren. Ja, es wird ein Beifahrer, es gibt einfach Bedürfnisse und dann so einen Mannschaftsbus. Das bin ich auch gespannt. Das hoffe ich, dass noch kommt irgendwie. Oder auch Beifahrer, es gibt einfach, dass sich in jedes Fahrzeug hinzufügt, zum Beispiel in die Autos auch. Und dann bringst du dort einfach mit dem Pickup deine drei Leute zum Feld. Da steht der Dresche bereit oder so. Ja, du kannst ein paar hinten auf die Fläche nehmen. Ja eben. So. Hier wie in altes Live einfach. Drei Leute, zwei Leute vorne rein und fünf da gehen eh vier in die Kabine. Sogar bei dem hier. Das ist ja eine Doppelkabine, stimmt. Und dann kriegst du hinten, wenn sein muss, kriegst du richtig viele Leute auf die Ladefläche. Kannst du komplett. Ich finde da mit der Motorsäge auch ein bisschen schade da im LS, dass sie da nicht irgendwie einfach, dass man sie wo hinstellen muss oder sowas, dass man sie einfach nur mit 1, 2, 3 durchschaltet und man hat sie. Finde ich ein bisschen blöd. Obwohl die Sache an sich finde ich eigentlich ganz cool. Was, Leon? Und die immer so in der Tasche sozusagen hat die Motorsäge immer dabei. Man hat immer seinen schwarzen Koffer dabei mit der dicken Wumme. Ja, aber da fehlt eigentlich noch so eine gute alte Dolmer. Dolmer fehlt auf jeden Fall, ja. Eine Dolmer, die du zu zweit halten musst, noch weil sie schwer sind. So eine haben wir noch zu Hause. Ding hat einfach 45 Kilo oder so irgendwas. Richtig Brocken. Ja, die hat zwar nicht viel PS, aber genug Hubraum. Ja. Die reißt Hubraum sich so richtig durch. Hubraum ist ja auch schließlich durch nichts zu ersetzen, ne? Das ist korrekt. Außer durch Ladedruck, ne? Ja. Obwohl ein Turbolader an eine Kettensäge ist auch geil. Und dann noch so ein schönes 200er Auspuffrohr. Ja, genau. Ja, bestimmt. Und dann noch schön alle Schalen. So ein ausrangiertes Dachrinnenrohr, weißt du? Das macht man so. Ich meine, was bestimmt witzig ist, ist ein Turbolader an einer Supersport am Motorrad. So schön, die bis 16.000, 17.000 dreht. Gibt's irgendeine Motorrad mit einem Turbolader überhaupt? Nicht serienmäßig, aber es gibt getunte Fahrzeuge mit Turbolader.
Okay. Also kommt an deine 450 demnächst noch ein Turbolader. Ja, nee, das ist eher ungünstig. Am besten Kompressor. Also es gibt ja beispielsweise die Turbo Cruiser, wem das was sagt, das ist hier das Bike vom Stockholm Ghost Rider, eine Suzuki Hayabusa getuned und mit Turbolader, die soll wohl, wenn ihr die maximal hochdreht und Ladedruck bis mappen quasi drauf, heute soll die wohl fast Richtung 400 PS gehen. Du wahnsinnig. Was hat deine auf wie viel Kilo? 200? Was? Wie viel hat deine Kawasaki Ninja? 210 oder so hat die, glaube ich, standardmäßig. Aus einem Liter, glaube ich. Das ist doch so ein Sportmotorrad, oder? Ja, Kawasaki genau, ne? Ninja ist eigentlich die. Ja, das stärkste Serienmotorrad, was es gibt, oder? Wobei die Ninja halt nur die Überkategorie. Es gibt ja auch noch die Ninja 300, die Ninja 600. 1200 halt gibt es auch noch. Die 1200, also das schnellste Serienbike ist, glaube ich, die Hayabusa immer noch, weil die damals halt nicht abgeriegelt war. Da gingen die dann 300. Die Suzuki GSX-R 1300, wie sie offiziell heißt. So, dann ist das Feld hier soweit erstmal gemacht, ne? Komm, fahr du schon mal weg, ich mach hier noch eben die letzte Scheibe. Muss man die Motorräder eigentlich drosseln? Was? Muss man die Endgeschwindigkeit eigentlich drosseln bei den Motorrädern? Führerschein abhängig zum einen schon mal. Je nachdem, was für ein Führerschein hast. Nein, ich meine, wenn du einfach den größten Motorradschein hast. Nee, da muss man es dann nicht mehr drosseln, das ist einfach von Herstellern gedrosselt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie durchgesetzt wurde. Das ist wie bei den Autos halt ist. Halt, das ist nicht vernünftig, sondern dass man es deswegen nicht mehr hat. Ja, keine Ahnung, wie das genau aussieht. Halt, ich schätze, ja, dass das so wie bei den Autos halt ist, weil bei den Autos ist es ja auch keine Pflicht, dass du ein Auto bei 250 oder 280 drosselst. Das ist ja auch nur, weil es, ja, keine Ahnung, weil es so gewollt ist. Weil das eh sonst nirgends sinnvoll ausfahren kannst, außer auf der Rennstrecke. Und dort gehört so ein Auto eigentlich nur hin. Meines Ansichts. Weiß ich nicht, auch so Motorräder, die so extrem sind, können nur auf die Rennstrecke. Wo bist du denn? Du stehst hier bei mir mitten in dem Häuschen drin. Ja, das haben wir letztens auch schon gehabt. Ich tu gerade waschen bei meinem Traktor. Ah, schau dir einfach meinen Traktor an, der geht gerade die Farbe runter. Ja, ich seh's. Also der Schmutz. Teilweise hatten wir jetzt auch schon das Arktik irgendwo. Obwohl. Ach genau, bei der letzten Aufnahme am Ende war das, wo ich irgendwie auf Feld 10 stand, obwohl ich direkt neben dir stand, ne? Ja, und du warst, glaube ich, die ganze Aufnahme nicht auf Feld 10, also. Ne, ich war die ganze Zeit neben dir quasi. Ja. Also halt auf dem Nebenfeld. Ah, das Gruberwaschen ist auch so ein Scheiß. Manchmal geht er, manchmal geht er nicht. Gleich, wenn du ihn abkuppelst erstmal. Besser geht. Probier's mal. Kuppel mal ab. Nicht fallen lassen einfach. Ah, Entschuldigung. Realismus. Ja, ich habe gerade den falschen Knopf gedrückt. Tut mir leid. Okay. Ich krieg ihm nichts sauber. Jetzt probiere ich das Frontgewicht, weil das soll ja anscheinend jetzt funktionieren. Also im Singleplayer kriege ich es hin. Ja, im Singleplayer kriege ich auch alles hin. Aber oder im gehosteten Multiplayer, wenn ich der Host bin. Weiß das. Ich hoffe, da kommt bald der Patch. Wisst ihr eigentlich, ob die Forstmaschinen, also der Jens Hacker, jetzt schon besser gehen irgendwie oder? Es gibt ja noch keinen Patch. Es gibt einen Patch, seit gestern. Hä? Aber der hat nur Kleinigkeiten ausgebessert. Ja, Arctic, dann nimmt er die Sprühschlauch. Warte, habe ich glaube ich gar nicht drauf hingewiesen. Eh nicht, weil es ein 1.1. Warte mal, wie ist der 1.1.0.1 oder so irgendwie? Genau, ja, so. Und Beta, oder? Nein, nichts Beta. Na, wenn er nicht Beta ist, sollten sie ja eigentlich drauf hinweisen. Na, weil das der 1.1 der gleiche ist auf der Homepage. Und der nur einen Zusatz bekommen hat, der beseitigt angeblich die Black Screens und das mit der Input-Binding, was ich auf LS Info gelesen habe. Okay. Ach so. Aber sonst, hat er sich nicht viel verändert. Und das mit den Jenshacker ist sowieso katastrophal. Aha, check, ich bekomme meinen sauber. Ja, unfair. Ich stelle meinen jetzt dreckig einmal nieder. Aha. Vor Arktik hat er halt Angst, ne? Wenn der Mensch größer ist als der Schlepper. Wobei, der 1050 hat größere Reifen als ich. Also, die Reifen sind größer als ich. Ja, okay, der 1050. Aber ich sag nur, der T3, der Überrollbügel davon, ist kleiner als du. Für den Leon nur, dass es auch weiß, der Arktik ist einfach in echt 2 Meter, wie viel, 6 oder 2 Meter 7 groß? Ja, also ein bisschen über 2 Meter 5, ganz genau weiß nicht. Also ich passe auf jeden Fall nicht durch die Standardtüren. Das ist schon mal klar. Okay. Und bei den Betten schaut immer ein Stück raus. Das finde ich immer das Beste.
Die erste Frage ist immer, die Menschen Arktik stellen. Wie groß bist du und was für eine Schuhgröße hast du? Ja. Das durfte ich schon den ganzen Tag lang bestaunen. Ja, damit das geklärt ist, wie gesagt, etwas mehr als 2,5 Meter, ganz genau weiß ich es gerade im Moment wirklich nicht. Und Schuhgröße 51, 52, je nachdem wie sie ausfallen. Halt sogenannte Kindersäge. Genau. Oder Geigenkästen. So. Der Arktik braucht wieder eine Uhrzeit, oder? Bevor der Kuchen wieder seine Flachen loslässt, sag ich ihm, dass der Bart zu Ende ist. Oh, Mann, ich hatte gerade eine guten. Lass es sagen. Nein, jetzt nicht mehr, jetzt doch. Ist es durch. Nein, oh, nein, das spare ich mir auf. Ja, ja gut, das durch ist auch mein Arbeitstag, weil hier steht irgendwie nichts mehr, was ich mir irgendwie anhängen könnte, sinnvoll. Und ja, der war auch gut. Dann verabschieden wir uns da mit dem kleinen Klopfer im Hintergrund auf jeden Fall auch mal von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.